Der LR-14 als gegen Heimundversagen, was sehr gefährlich werden kann. Und deshalb ergibt er die sogenannten Bodendruck-Reduktionsplatte. Ich würde das nicht einfach mal ausschließen. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen auf der Bauma, herzlich willkommen hier am Liebherrstand. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Patrice Bouygues-Bina und ich bin die Stimme hier oben auf dem Truck. Ich gehe hier ein bisschen unter in dieser ganzen Dimension. Von der allererste Bauma und tatsächlich fühle ich mich hier schon so wie, als wenn ich hier mit meinem Auto unterwegs mit vielen Fotos auf dem Tisch schaue, sehr beeindruckend. Natürlich möchte ich noch zunächst auch nochmal hier Ich möchte auch schon mal vorweg eine kleine Vorwarnung geben, denn bevor dieser Motor angeschmissen wird, wird natürlich sicherheitshalber auch noch mal einmal die Hupe der Lauchschellen zu hören sein und bei diesem Koloss doch etwas lauter als vielleicht so bei dem handelsüblichen Pkw. Ich habe mich jetzt auch nicht ohne Grund, also geradezu symbolisch, auch jetzt neben diesem Truck gestellt, denn auf der Ausrüstung für den Porteinsatz mit Reichweiten von über 30 Metern, wie vorhin bereits erwähnt, erlaubt eine enorme Umschlagsleistung und hohe Tragleistung für den Schub- und Schwimmhuteinsatz. Dieses Modell ist übrigens mit einem 16,5 langen abgewickelten Aus. Jederzeit sollte es wetten lassen, wie das Leben aufgehen ist und jedem hier ganz sicher eine große Reichweite. Die Selbstverfolgung, die schnell und einfach die anderen Fahrzeuge gewechselt werden können. Unser Fahrer hat gerade einen linearen Leerstandschreiber, den GRN 120 auf dem Liter und übrigens noch alles Gute zum Geburtstag an dieser Stelle. Happy Birthday, lieber Gerhard. Dieser R 9300 wird von einem Verbrennungsmotor angetrieben. Aber er hat auch neben der Liebherr Power Efficiency Lösungen serienmäßig eingebaut, um den Kraftstoffverbrauch drastisch zu reduzieren. Wir sprechen hier von einer Kraftstoffreduzierung von 15% gegenüber dem vorherigen Modell mit einer gleichzeitigen erhöhten Produktivität. Und konfiguriert werden können die CO4 und die Elektroversion. Und für die Zukunft sind noch viele weitere Varianten geplant. Das finde ich auch wieder sehr beeindruckend, wenn ich mit einem Kramer so ein bisschen ausholt. Einen Gigantin von High-Five sozusagen. Aber lass uns mich an dieser Stelle mal über die wesentlichen Parameter des R9300 sprechen. Der Tief- und Frontlevel dieses neuen 250 Tonnenbaggers hat in der Heck-and-Use-Version ein Fassungsvermögen von 16,5 Kubikmeter und ist mit dem Liebherr-Zahnsystem ausgestattet. Serienmäßig sind effizienzsteigernde Systeme wie die Liebherr-Power-Efficiency-Lösungen und die halbautomatische Löffelbefüllung eingebaut. Im Jahr 2024 wird er den R9250 ersetzen und somit zum neuen Flaggschiff der 250-Tonnen-Klasse. Also kurz, der R9300 bietet Top-Leistung mit schnellsten Zykluszeiten, erhöhte Löffelkapazität und geringer Kraftstoffverbrauch und ein neuer Maßstab für die Gewinnung mit niedrigsten Kosten pro Tonne. Aber schauen wir uns jetzt mal am besten selbst hier in Aktion an. Das Ding in der Tat auch noch schneller, aber die Bewegung muss sich heute schon wieder sprechen.
jetzt denn auch noch fährt, was gerät ab. Das ist Uwe Potter, meine Gäste. Thank you.